Und so hat sie mich wohl 2, 3 Tage vor dem 5. August dort an der Tür des Frauengefängnisses übergeben bekommen. Meine Großmutter hat wohl da auch nicht mehr mit meiner Mutter reden dürfen. Ja, und dann sind meine Großmutter und ich in einer Wohnung am die Frankfurter Allee, ist dieses Haus durch einen Bombenangriff im November 1943 zerstört worden und offensichtlich durch viel Glück und auch couragierten Handelns meiner Großmutter sind wir dann noch aus der Haustür gekommen. Und wie mir das eine Zeugin später berichtete, danach soll das Haus dann auch zusammengefallen sein. Insofern ja, hatten wir dann keine Möglichkeit in Berlin mehr, weil meine anderen Großeltern waren auch ausgebombt. Und so sind wir dann eben zu einer Freundin meiner Mutter in Reppen, das liegt so zwischen Frankfurt-Oder und Posen, gekommen. Und dort holte dann auch der Krieg uns wieder ein. Es gab einen Bombenangriff. Meine Großmutter hat das wohl sehr erschüttert und aufgeregt, und sie ist dann ist darüber dann gestorben. Und ja, und dann wurden wieder Freunde befragt, die in Lehnitz wohnten. Das war bei Oranienburg. Und die haben mich dann wohl zusammen mit meiner Großmutter mütterlicherseits dort abgeholt. Ja, und so sind meine ersten Erinnerungen wohl eher an Lehnitz gebunden, wo ab und zu mal so eine Erinnerung aufscheint, dass wir mit Sirenengeheul und einem Rucksack auf dem Rücken irgendwo in eine sichere Gegend wanderten. Ja, und nach dem Krieg bin ich dann wieder zu meinen Großeltern gekommen, oder zum ersten Mal. Und das war in Berlin-Borsigwalde, in Tegel, gerade rüber von dem Tegeler Gefängnis, aber auch dem Wald. Und auf dieser kleinen Gartenkolonie bin ich dann aufgewachsen. Ja, und habt sie eigentlich so auch als erstes Stück Heimat in Erinnerung behalten.